Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Yoshi und ich wünsche euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr an die neuen und seltenen Formel 1 Reifen kommt. Das Ganze funktioniert über eine Bendis Merch Methode und über die RC Bandito Modden Methode. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt hier Step by Step in diesem Video. Ich würde mal sagen, ich komme mal eben kurz zu den Voraussetzungen für diesen Glitch. Also einmal braucht ihr halt eine Arena mit Arena Werkstatt. Eine Mechaniker da drinnen und ihr braucht einen RC Bandito. Außerdem bräuchtet ihr einmal ein Spenderfahrzeug. Das müsst ihr euch aus irgendeiner Community holen. Ich werde morgen bei mir in der Community ein paar davon verteilen und dort könnt ihr euch auf jeden Fall austauschen und ich gehe mal davon aus, irgendjemand wird euch davon auch eins geben. Ihr könnt euch das auch aus irgendeiner anderen Community besorgen, das ist vollkommen egal. Ihr braucht auf jeden Fall einen Bunker für den Merch nachher. Ich zeige euch das Ganze mal eben kurz hier. Da Bunker und wenn ihr den haben solltet, ja wie gesagt die Arena, das Spenderfahrzeug halt, was die Reifen bereits hat, das holt ihr euch jetzt über den Giftcast to Friends Glitch. Den werde ich euch unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinken, der funktioniert immer noch, da habe ich die Tage schon mal ein Video zu gemacht. Und zu guter Letzt braucht ihr noch irgendein Fahrzeug, auf das nachher die Modifizierungen drauf soll. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit diesem Glitch, also let's go. So, wie ich eben schon erwähnt habe, braucht ihr als allererstes mal ein Spenderfahrzeug. Welches Fahrzeug ist vollkommen egal. Ihr könnt jetzt entweder hier schon so einen Supersportwagen nehmen oder wenn ihr sowas hier bekommen solltet, ist auch kein Problem. Ihr könnt auf jeden Fall jedes Fahrzeug benutzen, was halt diese Reifen drauf hat. So, bis auf Spezialfahrzeuge und hier so Bunkerfahrzeuge wie der Wasserwerfer oder sowas. Die kriegt ihr natürlich nicht in die Arena rein. Aber so viel sollte klar sein. Ich wollte es jetzt trotzdem eben sagen. So, das Spenderfahrzeug besorgt ihr euch einfach aus irgendeiner Community. Entweder aus meiner Community, die werde ich unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise steht immer drinne, wie meine Community heißt. Ist eine PS4-Community, die heißt einfach so, wie ich hier auf YouTube heiße. Die werdet ihr auf jeden Fall finden. Dort könnt ihr aber rumfragen, ob irgendjemand schon irgendein Fahrzeug davon hat mit den neuen Reifen. Das lasst ihr euch einfach über den Giftcast to Friends Glitch geben, den werde ich euch unten in der Videobeschreibung wie gesagt verlinken. Und den macht ihr einfach, besorgt euch dann das Fahrzeug und stellt es dann bei euch in die Arena. In der Arena dann angekommen, stellt ihr das einfach wie gesagt hier auf irgendeinen Parkplatz und in der Arena braucht ihr halt dann noch den RC Bandito. Ob der gemoddet ist oder nicht, ist vollkommen egal, aber das Ganze müsst ihr jetzt einmal machen. So, ihr müsst jetzt den RC Bandito modden. Den Glitch werde ich euch unten ebenfalls in der Videobeschreibung verlinken. Der Ganze funktioniert auf jeden Fall noch. Es ist Samstag. Heute Morgen habe ich den noch gemacht auf meinem anderen Account. Dort wollte ich nämlich Big Dogs haben, die habe ich nämlich hier runtergenommen für die neuen Formel 1 Reifen. Und das Ganze funktioniert hundertprozentig noch, also Leute, seid ein bisschen hartnäckig, aber der Glitch wird auf jeden Fall funktionieren und wenn ihr dann die neuen Tunings auf dem RC Bandito haben solltet, können wir auch schon weitermachen. So Freunde, habt ihr euren RC Bandito dann mit dem neuen Fahrzeug gemoddet? Ich sage euch mal eben kurz, wie das aussieht. Da sind jetzt die neuen Reifen drauf. So, da sind sie, die Atomics, die Slicks, die sehen halt mega cool aus. So, solltet ihr das jetzt auf jeden Fall so haben wie ich, könnt ihr jetzt hingehen und eure eigenen Fahrzeuge machen. Ihr braucht jetzt einfach nur ein Fahrzeug, welches ihr modden wollt, ebenfalls in eurer Arena-Werkstatt. Ich bin jetzt in der Einladungssitzung, da müsst ihr auch sein auf jeden Fall. Und ganz wichtig, ihr müsst einmal, wo ihr in der Lobby reingekommen seid, in den Bunker gegangen sein und wieder rausgegangen sein. Also so, dass ihr einfach einmal im Bunker gewesen seid und danach könnt ihr einfach wieder zur Arena und dann den Merch machen. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal eben kurz. Also ihr habt jetzt auf dem RC Bandito die neuen Reifen drauf und jetzt sucht ihr euch einfach mal ein Fahrzeug aus, auf das die Reifen nachher drauf sollen. Ich mache das jetzt mal hier mit der Corvette. So, ihr steigt einfach nur in das Fahrzeug ein. Jetzt macht ihr mal euer Handy auf und ruft einmal Simeon an. Diesen Bennys Merch Glitch, den habe ich schon einmal hochgeladen, also wenn ihr wissen solltet, wie der geht, könnt ihr bis zum Ende überspringen. Ihr fordert euch einfach nur einen Job an bei Simeon und fahrt einmal in die Werkstatt rein. Wie gesagt, den Glitch habe ich schon einmal hochgeladen, aber der funktioniert immer noch safe, also noch brauche ich nichts Neues dafür hochladen, der alte funktioniert halt noch. So, ihr geht hier dann auf Kreis, dann drückt ihr einmal auf Fahrzeug verlassen. Da ist auch schon der Job von Simeon. Jetzt lauft ihr einmal nur zu eurem gemoddeten RC Bandito, geht hier einmal in die Optionen rein, verlasst das Ganze einmal wieder. So, jetzt steigt ihr mal wieder in das Fahrzeug ein, welches ihr modden wollt. So, jetzt haben wir oben links die Meldungen, um links und rechts zu drücken. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir machen jetzt einmal unser Handy auf, gehen dann hier auf die Einladungen, drücken dann einmal auf die Einladung von Simeon und jetzt drücken und halten wir die Optionstaste gedrückt. Jetzt vielleicht lassen wir die Optionstaste los und drücken ganz kurz danach X. Ihr werdet dann das Klicken vom Handy hören im Hintergrund und das Pausemenü wird aufgehen. Ich mache das Ganze mal eben. So, ich habe es jetzt klicken gehört
und das Pausemenü ist aufgegangen. Jetzt warten wir einfach so 2-3 Sekunden, bis im Hintergrund der Job geladen hat. Und jetzt gleich müssen wir einfach nur mit Kreis verlassen. Und sobald das Menü weg ist, spammt ihr die Steuerkreuztaste nach links. Ich mache das Ganze mal eben kurz. Ich hoffe, ich hitte das jetzt direkt beim ersten Mal. Nee. Okay, so kann das auch aussehen. Ist nicht schlimm. Dann geht ihr einfach nur hier auf Kreis und dann verlassen. Und dann steigt ihr einfach nochmal in das Fahrzeug ein. Jetzt machen wir wieder das Handy auf, gehen wieder auf den Job von Simeon, machen das gleiche mit der Optionstaste nochmal. Na, jetzt habe ich es nicht gehittet. Na, verflucht willst du wohl. Steigen nochmal ein. Jetzt habe ich es. Jetzt ist das Pausenmenü aufgegangen und ich habe auch noch das Klicken vom Handy gehört. Und jetzt einfach Kreis und dann links spammen. Ihr seht, zack, wir haben schon die neuen Reifen drauf. Den Job hier können wir einfach verlassen jetzt. Und da ist auch schon unser neues gemoddetes Fahrzeug. Jetzt müssen wir einfach nur noch einsteigen, eine Kleinigkeit an dem Fahrzeug ändern, damit es auf jeden Fall abgespeichert ist. Vergesst diesen Step hier auf keinen Fall, Leute, weil nachher habt ihr eine ganze Garage voll gemoddet, aber habt die ganze Zeit vergessen abzuspeichern und dann verlasst ihr einmal die Sitzung und dann ist alles wieder auf Anfang. Also macht auf jeden Fall diesen Step hier, das ist ganz wichtig dann. Also einfach nur einmal in die Panzerung rein und dann ändert ihr irgendwas an der Panzerung oder an der Karosserie, Bremsen, Stoßstange. Ihr könnt alles Mögliche verändern. Ich würde das jetzt nicht, euch jetzt nicht empfehlen, die Reifen zu verändern, ne? So viel sollte klar sein, aber ändert halt irgendwas, was nicht sichtbar ist. Hier Panzerung oder Bremsen oder etc. Und wenn ihr das dann haben solltet, könnt ihr auch schon wieder auf Werkstatt verlassen gehen. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem ersten gemischten Auto. Jetzt könnt ihr einfach hingehen und einfach in das nächste Fahrzeug einsteigen, welches ihr modden wollt. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt am Stück Fahrzeuge machen mit den neuen Reifen. Und ja, Leute, so funktioniert auf jeden Fall der ganze Glitch. Was ein bisschen tricky ist, ist halt einmal das Fahrzeug über den GIF Custom Friends Glitch zu bekommen, weil noch nicht so viele davon online sind, also beziehungsweise so viele im Umlauf sind. Die sind noch ziemlich selten. Und ja, wie gesagt, ich werde in der Community ein paar davon verteilen. Dort könnt ihr euch auf jeden Fall das Fahrzeug dann organisieren. Und halt der RC Bandito Modden Glitch, der wird auf jeden Fall noch für euch funktionieren jetzt am Wochenende. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn jetzt Montag ist oder wenn Silvester ist, ob die den da rauspatchen werden. Allerdings jetzt am Wochenende wird er auf jeden Fall noch funktionieren. Deswegen macht das Ganze so schnell ihr könnt. Ja, und das war's auch schon, Leute. So könnt ihr euch auf jeden Fall die neuen Reifen holen. Das Ganze ist wirklich mega easy, wenn ihr erst einmal den gemoddeten RC Bandito mit den neuen Reifen habt. Und ja, lasst mir bitte für das Video einen Daumen nach oben da und ein Abo, da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut, bis bald, Leute, und ciao.